das Monsterfleisch packen wir hier rein. Das rotte Fleisch. Wir bräuchten echt unbedingt mal ein paar Hundis, ne? Hundis, oh, ich will Hundis. Ich brauche Hundis. Ich muss immer unbedingt Hundis besorgen. Wieso packe ich hier das Ding jetzt da rein? Das stimmt doch gar nicht. So. Was fehlt noch? Irgendwas hat noch gefehlt, was ich gerade machen wollte. Kohle ablegen. Du. 63, komm. Nummer 64 hier rein. Habe ich noch Kohle als ganze Blöcke? Nee, ne? Ich glaube ich nicht. Ne, habe ich auch nicht. Okay. Habe ich noch. Ich dachte, das wäre Dingens. Pass auf, dann gehen wir jetzt einfach mal Getreide ernten. Wir haben nämlich auch ein bisschen Getreide und das muss auch wieder geerntet werden. Alle Folgen wieder. Alle Jahre wieder. Ach, schönes Lied. Zu Weihnachten. Weihnachtszeit rockt. So. Nee. Wir brauchen unbedingt jetzt noch Getreide. Oder beziehungsweise wir ernten sowieso immer Getreide. Obwohl ich ja ehrlich gesagt gerade am Überlegen bin, ob wir vielleicht vom XP-Turm jetzt schon so eine Art kleine Auszeit machen wollen. Das ginge ja eigentlich auch. Ich weiß aber nicht, das ist es ja. Muss ich mir mal überlegen. Aber wäre eigentlich gar nicht so blöd. Eine Auszeit zu machen. Ich glaube, ich mache auch eine. Vom Turm, obwohl... Ne, so ein bisschen vielleicht. Ach übrigens, du bist ja noch... Hä? Neue Samen sollten auch aufs Feld, ne? So, zack, 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 zack. Gut, da war sogar noch was. So, ich bin ja gespannt, wie das Ganze hier aussehen wird, wenn das hier mal unser Vorgarten ist und nicht nur unser Gemüsegärtchen. Gärtchen. Unser Gärtchen. Obwohl, wisst ihr, was wir eigentlich schon machen können? Wir können eigentlich schon anfangen, unser Dingens zu bauen. Oben. Unsere normalen Felder. Ich habe ja gesagt, Melone und so möchte ich aus ethischen Gründen normal anbauen und nicht per Automatik. Von daher können wir eigentlich da schon anfangen, die Felder zu basteln. Das wäre gar keine so üble Idee, oder? 47 Seemädchen können hier rein und dann... Ich hätte gern eins oder zwei Brote. Zwei, ne, glaube ich. Und zwei. Brauche ich zwei Brote? Ich glaube schon. Aber ich habe ja noch Getreide. Das kann auch weg. Zack. Was hat er das jetzt gepasst, oder was? Auch nicht schlecht. Zwei Brötchen. Ham, yam, 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 yam. Und. Ham, yam, 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 yam. So. Was brauche ich denn dafür? Ich überlege gerade, was ich alles benötige. Also auf jeden Fall schon mal die Hau. Eine Hau habe ich hier. Sogar gleich zwei. Yippie, sogar drei. Hey. Super. Guck mal, die Wassereimer brauche ich. Die habe ich auch gleich mit. Ist doch praktisch. Was brauche ich noch? Leitern wären ganz geil. Leitern sei schon Zäune. Wäre eine schöne Maßnahme, muss ich sagen. Was brauche ich noch? Brauche ich noch was? Das habe ich. Ich glaube fast, das war's. Aber ich bin sowas von unsicher gerade. Ich bin am überlegen, ob das war oder nicht. Und jetzt ernsthaft, war's das oder nicht? Brauche ich noch was, noch was, noch was, noch was? Komm, irgendwas brauche ich doch noch, oder? Fackeln habe ich, Kohle habe ich. Im Grunde eine neue Schaufel wäre ganz gut. Eine neue Schaufel wäre hübsch. Und weißt du was? Machen uns gleich zwei. Und oh ja, du hast richtig gesehen. Ich mache einen aus Eisen. Der Geizheiz der Welt. Ich mache sogar Schaufeln aus Eisen. Oh ja. Wurde ich oft angesprochen. Mach doch mal Eisenwerkzeuge. Ich meine Antwort war immer, Eisenwerkzeuge sind ein bisschen teuer. Und jetzt, Mensch, bin ich so verrückt und mach das einfach trotzdem. Mein Gott, was ist das für eine Welt? Ach Mensch. Klar, was ich brauche, weiß ich wieder. Mensch, bin ich dämlich. Die Kakaobohnen kommen in die Anlage, aber was vielleicht gar nicht mal so unpraktisch wäre, sind Melonenkerne und... habe ich noch keine Kürbisse gehabt? Habe ich noch nicht? Echt nicht? Hatte ich nicht schon Kürbisse? Ich könnte schwören, ich hatte schon Kürbisse. Hatte ich echt noch keine Kürbisse? Echt jetzt? Toll, wo soll ich einen Kürbisse noch herkriegen, ey? Toll. Muss ich mal gucken. Kürbisse, Kürbisse, Kürbische, Kürbische, Kürbische. Schade, unser Monsterfall ist kein Viech. So, meine lieben Damen und Herren, 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 Herren. Ich bin dafür, dass wir jetzt anfangen mit dieser Schöpfung, 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 Schöpfung. Und anfangen alles zu schaffen, 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 schaffen. Was wir wollen, tun, 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 tun. Und hier muss sowieso alles aus Erde, ne? Eigentlich schon. Verflixt. Ich habe nur wenig Erde mit, ich glaube, die reicht nicht.
Toll. Aber hier muss ja trotzdem alles aus Erde. Hehe, toll. Na gut, bis auf hier vielleicht. So an der Reihe, aber an der Reihe, okay, da kann ich auch sparen, das ist kein Thema. Aber ansonsten. Oh ja, gut, hier bin ich ein bisschen zu weit, naja. Was würdet ihr eigentlich von einem Animal Crossing LP halten? Ich habe mal überlegt, ob ich sowas vielleicht auch mal machen soll, aber eigentlich, Animal Crossing LP, ich weiß nicht, ist das vielleicht nicht zu langwierig? Also zu lang, weil, ist ja Open World, also du kannst ja machen, was du willst, ne? Sowas kann ein ganzes Jahr dauern, so ein Let's Play. Dann denke ich mir so, ein ganzes Jahr kein neues Let's Play quasi, weil so nebenbei drei auf einmal aufnehmen, ist für mich schon ein bisschen schwer. Also, ich weiß nicht. Könnt mir jetzt mal erzählen, was ihr von einem Animal Crossing Let's Play haltet, oder wenn überhaupt, dass ich vielleicht dann wöchentlich eine lange Folge mache, wöchentlich eine Stundenfolge oder so, das ging ja auch. Obwohl, wöchentlich eine Stundenfolge für ein neues LP, das wäre eigentlich ganz gut. Dann würde ich mir gleich ein paar Sachen vom Hals halten. Ah, gar keine schlechte Idee, muss ich mal ein bisschen überlegen. Aber es wäre halt so die Idee, die ich hätte. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich das machen soll oder nicht. Also ob ich mir das mal überlegen soll, so planmäßig überlegen, oder ob er lieber gleich sagt, nee, komm, lass stecken. In der Crossing LP ist zum Kotzen, habe ich schon mal gesehen, oder möchte ich nicht nochmal sehen, oder lass lieber, ich will's nicht. Ne, schreibt's mal in die Kommentare, wäre ganz wichtig zu wissen, ob ich sowas denn mal austesten soll oder nicht. Weil an sich ist es ja ganz lustig, aber okay, du kannst auch Ewigkeiten in diesem Spiel verbringen. Du kannst ja alles machen, was du willst, bis das mal langweilig wird. Hat bei mir jedenfalls schon lang gedauert. Und ich habe es jetzt auch schon eine Ewigkeit nicht gespielt. Alter Schwede! Wow! Jetzt wäre ich aber fast krepiert. Puh, das war jetzt Glück. Jetzt kann ich den ganzen Weg zwar wieder nach oben laufen, aber das war trotzdem Glück. Puh. Alter Schwede, ey. Hilfe, Halleluja. Nicht schlecht, Herr Specht, du. Egal, auf bald wieder hoch. Wir sind zwar gewöhnt, nach oben zu traben. Wir kennen es ja nicht anders, Mensch. Musik ist geil. Was ist denn das für eine Mucke? African Style. Mensch, African Style Musik. Afrika ist auch ein schönes Land, oder? Ich finde, man hört eigentlich immer nur Schlechtes über Afrika. Ja, Benachteiligung. Nicht Armheit. Wie heißt denn das? Armut. Afrika, schlecht. Aber so wirklich richtig gute Sachen hört man über Afrika eigentlich selten, oder? Findet ihr nicht? Also ich finde eigentlich so die wirklich guten Sachen, also gute Sachen hört man über Afrika eher selten. Und das finde ich eigentlich ein bisschen falsch, weil Afrika ist so ein schöner Kontinent. Ich meine, es ist ja schließlich bewiesen, dass der Mensch seinen Ursprung, also quasi, ja, dass der Mensch auf alle anderen Kontinente von Afrika aus gewandert ist. Das heißt, ne, dass schon Afrika alles von uns begann hat, unsere Story. Und von daher finde ich das eigentlich sehr schade, dass wir Menschen quasi auf den anderen Kontinenten, unser Ursprung liegt quasi in Afrika und wir alle, ja, uns juckt das eigentlich in Arsch, uns juckt das überhaupt nicht und wir sagen uns, ja, pff, mir scheißegal, das hat mich doch nicht und, ja, ignorieren das Land mehr oder weniger und das finde ich eigentlich ein Unding, ist eigentlich sehr, sehr schade eigentlich. Ich meine, Afrika ist echt so ein tolles Land und wir ignorieren es und tun so, als ob es nicht da wäre. Das ist eigentlich ziemlich falsch, wenn ihr mich fragt. Ich meine, wir haben auch so viele Sachen aus Afrika und ich meine, Afrika ist echt schön, ne? Und ich meine, zum Beispiel für Urlaub machen, eine Safari oder die Tiere, die da leben, Giraffen, Löwen und hast du nicht gesehen, sind eigentlich alles wunderschöne Geschöpfe, muss ich sagen. Ich war noch nie in Afrika, so ist es ja nicht, aber trotzdem, ich finde es eigentlich super schön. Oder ich stelle mir zumindest vor, dass es da super schön ist, weil ich das so einfach glaube. Aber ich hoffe es natürlich auch. Bin nicht irgendwie blöd, aber... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Das war's auch schon wieder mit Sport für dieses Jahr. Ich müsste eigentlich... Warte, waren das jetzt echt 22? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, okay. Okay, wenn das 22 sind, ja toll. Ist ja im Grunde dann eigentlich relativ egal, ne? Dann wären das ja Riesenfelder, oh Gott, oh Gott. Tja, dann werden das wohl Riesenfelder. So, bis wohin gehen wir? Bis ganz hinten, denke ich, ne? Joa, gehen wir mal bis ganz hinten ran. Ich hätte ja eigentlich gerade eher ein bisschen Angst, dass wir jetzt auf einmal in die Galerie einbrechen, aber das kann ja zum Glück nicht passieren. So, ein bisschen Kies haben wir auch, den können wir gleich als Weg verbauen.
Komm her! So. Mit Kies muss man in der Regel eigentlich auch vorsichtig sein, wenn man wenig davon hat, ne? Ich meine, setzt du einen Kiesblock falsch und willst ihn abbauen und du kriegst so einen scheiß Flintstein, dann ist das Geheule eigentlich groß. Ich wollte ihn gar nicht, scheiße! Ich stelle mir das schon so ein bisschen schwierig vor, muss ich gestehen. Sollen wir denn auf dem Feld hier dann anbauen? Weil Karotten, Möhren und so weiter, die kommen ja auch alle ins, ich sag mal, ins große Feld hier. In das mittlere Feld, in das kleine Feld, das kleine Feld. Das hier ist das große, das kleine, war ja trotzdem nicht an Erde. Und das andere war das kleine Feld, ist schon gut so. Oh Gott. So, könnt ihr aber auch eigentlich dicht machen, ne? Also jedenfalls bis hier, wo es geht. So, dann würde ich sagen, legen wir hier mal die ersten Felder an. Dafür muss ich aber erstmal zählen, wie weit das Ganze geht. Und ab wo ich dann... Ja, quasi mit Zäunen. Mache ich das mit Zäunen? Ich glaube schon. Abtrennung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Scheiße. 22 ist jetzt sehr, sehr blöd. Verdammt, wie mache ich denn das jetzt? Mist. Pass auf. Pflanze. Melone. Oh. So war das jetzt auch nicht geplant. Warte mal, ich muss mal gerade überlegen. Hier kommt eine Pflanze hin, ne? So eine normale Pflanze. Dann wächst... Nee, das ist dumm. Hier kommt eine Pflanze hin. Hier kommt Wasser hin. Hier eine Pflanze. Hier eine Melone. Dann käme ja hier wieder Wasser hin. Richtig? Oder? Warte. Wenn es anfängt. Hier wächst die erste Melone. Damit kann ich mich anfreunden. Dann kommt hier die Pflanze hin. Müsste jetzt hier Wasser sein. Dann kommt hier die nächste Pflanze hin. Hier wächst eine Melone. Hätte ich ja quasi nur einmal Dinger. Ist doch scheiße dann. Gott. Wie soll ich denn das anstellen? Irgendwas zum Üben hier vielleicht? Zum Hilfestellung? Nee, auch nichts. Verdammt. Wie mache ich denn das? Oder ich mache das anders. Pass auf. Wasser, Pflanze. Vielleicht nur den einen Block, genau. Dann mache ich das lieber so. Pass auf. Hier kommt Wasser hin. Wasser, Pflanze, Melone. Melone, Pflanze, Wasser. Dann habe ich hier wieder Wasser, Pflanze, Melone. Melone, Pflanze, Wasser. Nö. Dann sind es immer vier frei. Genau, das kommt hin. Gut. Hoffen wir, dass es hinkommt. 1, 2, 3, 4. Oh, jetzt mache ich das lieber von der Seite, oder? Ich muss ja auf die Mitte zugehen. Das heißt, ein Block und dann vier frei. Also, Wasser. 1, 2, 3, 4. Wasser. 1, 2, 3, 4. Jetzt müsste hier wieder Wasser hin. Aber wenn mir das hier dann zu blöd wäre, ziehe ich hier einfach den Zaun. Oder? Oder? Das passt doch gar nicht dann. Oh, Leute. Helft mir! Mann, oh! Hilfe! Warte mal. Hier ist Wasser, ne? Hier eine Pflanze, hier eine Melone. Hier eine Melone, hier eine Pflanze. Doch, müsst ihr eigentlich rechnen, dass das Feld trocken wird, nur weil da Wasser ist. Müsste rein theoretisch reichen. Ich zieh jetzt einfach hier den Zaun durch. Wird schon passen. So. Dude. Ich würde sogar hier die Melonen anbauen wollen. So, dann muss ich nämlich schon mal hier gerade durch weghauen. Tschüsskowski! Wieso ist so? Ach so. Ach, gerade schon. Regen? Ich setz mal hier einen Wasserblock hin, so einen Block hin, weil da ja Wasser rein muss. So, eine unendliche Wasserquelle wäre gar nicht mal so verkehrt, Leute. Mach ich doch mal hier schnell eine hin. Zack, zack, zack und zack. So, machen wir hier mal und hier mal und dann komm, gib mal her. So, yay, Baby. Zack, zack. Muss das da nicht schon reichen, wenn ich das jetzt so mache? So, auf hier. Hier. Mir reicht noch, ich brauche noch einen Eimer. Für diese Dreier-Wasserquelle, weißt du?